freue mich, dass Sie zur Eröffnung der Ausstellung Die Bibel in Form und Farben erschienen sind und dass unsere Wanderausstellung hier im Forum für Kultur, Kunst und Natur, B05, nach der Premiere auf dem Limburger Kreuzfest im letzten Jahr einen so schönen Ort gefunden hat, um hier von hier aus auf Wanderschaft weiterzugehen. Cornelia Steinfeld ist selbstständige Diplomgrafikerin und freischaffende Künstlerin. Ihre Arbeiten wurden mit zahlreichen Designpreisen ausgezeichnet. Wenn man Frau Steinfelds Arbeitsweise und ihren Stil auf einen Nenner bringen will, so ist es Klarheit in der Formsprache und mittels Grafik immer schnell auf den Punkt zu kommen. Zwei Kreise, ein gefährlich spitzes Dreieck und feine farbliche Differenzierungen in Weiß, Schwarz, Rot und Pastellbraun. Mehr braucht Cornelia Steinfeld ganz offenbar nicht, um die Erzählung von Kain und Abel buchstäblich auf den Punkt zu bringen. Ihre elementare, klare und direkte Herangehensweise auf bekannte und weniger bekannte Bibelstellen korrespondiert nach meinem Eindruck mit einem gesellschaftlichen Megatrend, der das Wesentliche hinter den Dingen sucht, der das zu viel abschütteln will, um im Verzicht ein Mehr zu entdecken. Weil mich das viele immer fragen, wie kommt man auf so eine verrückte Idee? Kam mir halt der Gedanke, dass ich das letzte Abendmahl von Da Vinci mal rein grafisch nur mit geometrischen Formen umsetzen möchte. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe halt für diesen Tisch habe ich einfach ein Rechteck gemacht und für die Jünger und Jesus habe ich halt 13 Kreise gemacht. Einen weißen Kreis, 11 graue Kreise und einen schwarzen Kreis. Die habe ich dann so gruppiert um das Rechteck. Und habe das, ohne irgendwas zu erklären, einfach mal rumgezeigt so ein paar Freunden. Und die haben das sofort erkannt. Also die haben gesehen, dass das letzte Abendmahl ist. Und das hat mich eigentlich bestärkt, weiter solche Sachen zu machen. Habe 40 Grafiken gemacht, habe die Bibeltexte dazu positioniert und hatte quasi so den Rohentwurf des Buches. Es gibt noch so viele Weißräume, willst du nicht noch irgendwie so Impulstexte dazu machen? Weil ich halt in den letzten 15 Jahren, die ich für Kirche gearbeitet habe, die Vielfalt so erleben. Und das wollte ich eigentlich in meinem Buch auch zum Ausdruck bringen. Deshalb habe ich halt eine Kita-Mitarbeiterin angefragt, mir einen Text zu schreiben, einen Hochschulprofessor, eine Pfadfinderin, einen Gemeindereferenten, einen Pfarrer. Und so füllte sich das Buch nach und nach mit ganz unterschiedlichen Personen und Texten. Es gibt viele Bibeldarstellungen, die in Malerei oder Illustration gehen, aber dieses ganz reduzierte, abstrakte, hatte ich jetzt das Glück, dass ich als erstes auf die Idee gekommen bin. Musik